Hast du denn wenigstens was gefunden? Was trinken wir? Wir warten bei der Tankstelle, lauf einfach immer geradeaus. 40, musst du sowieso gerade was essen. Und wenn jetzt einer mit der M4 kommt und uns alle umschießt, bist du schuld. Allerdings. Weil ich das war. Ja, natürlich, du hast da in so einem kleinen Klohäuschen die M4 gefunden. Jetzt, wo wir gerade mal so außer Gefahr sind, vielleicht, probieren wir einmal kurz die Magnum aus. Geil. So. Wer ist laut? Ja, ist laut, ne? Noch ein kleines Stückchen weiter, Mario. Mitten auf der Straße. Welche Munition kommt jetzt in die Magnum rein? 357er. Recht selten. Das Gefühl. 7,26er oder sowas kommt in die Musin oder was? Mhm. Und alles, was in so langen Magazinen ist, kommt in die M4. Weil bisher gibt es, glaube ich, noch nichts anderes. Oder, Hendrik, du meinst, es gibt noch eine AK, aber die. Ja, dachte ich eigentlich, weil die wurde ja auch immer in den Videos von ihm gezeigt. Stimmt. Aber kann sein, dass sie noch nicht im Spiel ist. Ich weiß nicht. Eine Revolver haben sie eingepatcht. Wobei die Zubehörteile, ja, genau, den habe ich ja jetzt. Achso. Das ist die Magnum. Oder Python oder wie auch immer die den nennen. Aber. Nicht schießen. Nein. Pam, Schuss in Fuß. Nein. sorry, ausgerutscht. Aber hier Dings, das Zubehör für die AK gibt's ja schon, teilweise schon. So, zumindest so ein Fernrohr und so. Also irgendwann wird die wahrscheinlich kommen. Ich habe letztens ein Zweibein gefunden. Habe ich auch gerade dabei. Das ist für die M4. Ja. Aber das kann man eigentlich noch nicht benutzen. Alles, was da dran geht, ist eigentlich egal, bis auf die Fernrohre und die Optik. Was auch immer. So. Es gibt auch ein Bajonett. Das habe ich aber tatsächlich schon gesehen, dass das eine Anamosin hatte. Ja, klar, das kann man alles dran packen, aber man kann es nicht benutzen. Ach so, okay. Also, was funktioniert, sind halt die Optiken und die Taschenlampe. Alles klar. Und verschiedene Magazine und man kann auch die Schulterstütze wechseln, aber ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat. Ach so, und? Man braucht einen bestimmten Frontgriff irgendwie um die Taschenlampe anzubringen. Okay. Also das, vielleicht finden wir das ja nachher alles nochmal. Oder kann man das nicht mit Tape rantapen? Kann sein, habe ich aber noch nicht. Ich glaube, das Tape funktioniert nicht. Bisher. Okay. Also bisher konnte ich damit noch nichts anfangen. Gut, dann schmeiß ich meine Rolle jetzt weg. Seine 1000 Rollen, die er mit der er den Rucksack voll hat. Meine Familienpackung Gaffer. Ja, Mann, ich bin beim Bund. Ich muss immer Gaffertape dabei haben. Gaffer hält die Welt zusammen. Ja. Und so manchen Panzer. Wahlweise auch Fahrräder übrigens. Oh. Ja. Du hast recht. So, ich bin aber dafür, wenn wir jetzt bald in der Stadt da ankommen, dann latschen wir mal nicht mehr so ganz offensichtlich über die Straße, oder? Richtig. Nee, das sollte man auch nicht tun. Wobei man sich eigentlich, auch hier jetzt, ne? Wie oft mir das schon passiert ist, ja, tü-tü-tü, hier kann mir nichts passieren, und dann saß da oben jemand auf dem Berg und hatte nichts Besseres zu tun. Ja. Ganz schön tot. Noch ein Schritt, das war zu viel. Bam! Kann man nur hoffen, dass man viel laggt. Und er deswegen nicht trifft. Es ist halt noch nicht so. Ich kann einfach nur hoffen, dass die erschießen, die vorne laufen, denn ich bin ganz hinten. Ich nehme einfach mal Deckung hinter jemanden. Deswegen wartet Mario jetzt, damit er wieder ganz hinten ist. Mal was reinschmeißen, eben schnell. Mhm. Schmeiß rein. Aber es ist so, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt erst aufgefallen, was man alles hier kombinieren kann. Ist geil, ne? Auch an Klamottentechnischen. Ja. Ich habe so ein komisches Tactical-Shirt mit 4 Plätzen. Ich habe eine Jägerhose mit 6 Plätzen. Ich habe eine Assault-Weste mit 8 Plätzen und einen Rucksack mit 25 Plätzen. Ja. Ah, läuft. Bepackt wie ein Esel. Dann finden wir nachher hoffentlich mal größere Rucksäcke. Mit 35. Oh, ja. Das wäre ganz cool, ja. Aber hoffentlich nicht in Rot. Das ist sehr wahrscheinlich, leider. Lustig ist es, wenn du einen Rucksack findest, wo ein Rucksack drin ist. Ja, dann weißt du, dass den jemand auf hatte. Ja, vor allem kannst du diesen gefüllten Rucksack ja in deinen Rucksack packen. Moment, du kannst einen gefüllten Rucksack in deinen Rucksack füllen? Rucksack-Zeption. Ich hab auch schon eine gefüllte Hose in meiner Hose gehabt. Hä? Echt? Das ist aber dann auch noch ein krasser Bug. Oder 2 Plätze dann? Das ist doch ungewohnt. Mhm, eine Hose nimmt ja schon 4 Plätze ein. Ja gut, aber nicht mehr dann, oder wie? Nee. Ist das schon Berenzino oder sind wir noch in Dings? Nee, wir können jetzt so ein bisschen querfeldein. Da vorne ist auch eine Baustelle, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, lass mal checken.
Also jetzt so leicht links, würde ich vorschlagen. Ja, ja. Ich meine, es kann auch sein, dass ich mich irre, aber das müssten wir im Zweifelsfall mal ausprobieren. Ja. Man kann ja auch gefüllte Rucksäcke finden. Ja, klar. Ja, das ist klar. Dann war da jemand bei. Also wenn wir Sergeant Untauberich finden, ne, dann hau ich hat leichte Internetprobleme. Ich glaube nicht. Ich glaube, dem geht's gut. Flup, flup. Einer in die Lagerhalle, einer in die kleine Halle. Welcher von denen ist Mario? In die Lagerhalle rein. Und gleich kommt, ich bin hinter euch. Gleich kommt der Terminator und bratzt uns alle weg. Sergeant Untauberich. Ja, genau. Der taucht einfach hinter uns auf mit seinen ganzen Disconnects. Genau, der echt, ey. Spawn einfach hinter uns rein und lockt wieder aus. Baum links, Baum rechts, kurz weg. Versehen. Boah, hier leckt's aber ganz schön. Ja, das sind die scheiß Apfelbäume. Kann man die wenigstens looten? Nee. Das wäre geil. Das wäre tatsächlich noch was, ne? Ja, das wäre wirklich gut. Wenn da so vorbeilaufen, ganzen Rucksack voller Äpfel. Flup. Oh, was ist das? Ach nee, das ist nix. Ey, Kollege Mosin, renn mal nicht so schnell. Bleib in meiner Nähe, du hast eine Schusswaffe. Das heißt nicht, dass ich treffe. Wer flitzt da eigentlich ohne Waffe und mit Motorradhelm rum? Mario, würde ich sagen, oder? Nein. In Rot, das bin ich. Achso, aber du hast keine Waffe? Oder wird die bloß nicht angezeigt? Ich hab halt weggesteckt. Also, habe ich überhaupt ein Holster? Nee. Komisch, dass ich eigentlich die Waffe tragen kann ohne Holster, aber... Naja. Da, ganz gangsterlike in die Hose gesteckt. Ja. Wenn sie jetzt losgeht, kriegst du eine Geschlechtsumwandlung zur Frau. Ja. Du hältst sie auch immer so schräg dann, ne, wenn du schießt? Ja, Kran natürlich. Und Bauwerk. Ich habe auch eigentlich immer zwei dabei. Achso. Weiß einer, was das ist? Was? Der Baustellenkran, das Ding da. Ja, das ist ein Baustellenkran. Yeah. Ja, so ist es halt. Ja. Traurig, aber wahr. Aber ich muss sagen, die Landschaft ist schon sehr geil gemacht. Klar. Also wie weit man alleine gucken kann. Auch sehr schön, ich zieh die Waffe und erstmal rennt er weg. Das war das Reflexhandlung? Nee, Instinkt. Yikes. Was die Leute wohl denken, wenn die uns jetzt hier so sehen. Ja, geil. Oh mein Gott. Das Zombie. Futter. Ist mir gerade gegen die Tür gelaufen. Ich. War ein Face-Check, ob die offen ist. Okay. Face-Check. Let's check this out, Wumps. Face-Check gibt's übrigens bei LOL, deswegen. Ah. Oh nein, ein kleiner Berg, ich kann nicht laufen, ich muss gehen, nein, oh Gott. Oh Gott, ich muss gleich was essen, scheiße. Ich hab auch schon wieder Durst. Ich hab noch, Essen wäre nicht so das Problem. Es ist übrigens sehr makaber, dass der Charakter Durst hat und man sitzt hier mit drei Dosen Energy um sich herum. Sauft's bitte. Ach Quatsch. Ja, so, wenn wir gleich an der Baustelle sind, dann hoffentlich was oder du gibst mir was. Ist das dahinter dann die Stadt? Oder was? Wo wir hinwollen? Das, ja, oder? Da ist was auf dem Berg, da unten ist was, da hinten ist auch noch was. Das sowohl links als auch rechts was. Ja, die Stadt ist recht lang gezogen irgendwie. Okay. Bin dafür, dass wir zum Militärplatz gehen. Und uns kurz umfragen lassen. Was? Nix umfragen lassen, wir fragen die alle um. Kann man den Kran steuern? Nachladen. Auch geil, wenn man den Kran steuern könnte und dann mit dem Haken alle Leute wegbasht. Ich krieg grad die rote Kette. Ich auch. Ja, rot ist nicht so schlimm, gelb ist schlimmer. Hä? Jo, wie Ampelphase und so. Grün und gelb. Nein, das ist tatsächlich so. Die rote verschwindet irgendwann. Aber wenn erst eine gelbe da ist und die dann auf rot wechselt, dann ist der Server down. Dann hast du ein Problem. Okay. Ich bin jetzt in der Baustelle und guck mich dann mal eben um. Ja, wir durchforsten die alle mal, wa? Ist jemand Gaffer? Aber... Auch jemand Bajonett? Ja, das nehme ich. Ja. Nimm erstmal mit. Nimm's mit, wenn das du Platz hast. Hier ist ein lila Rucksack. Will einer einen lila Rucksack haben? Vielleicht damit wir uns besser auseinanderhalten können. Hat jeder einen Rucksack? Ich zieh keinen lila den Rucksack an. Ja, dann gib mir den. Komm hier. Ich bin ja auch eine Frau, also von dem her. Oh oh, Gender. Was? Was? Ach, nix. Wer? Hendrik? Ach, nix. Ach Quatsch, was mach ich denn da? So, ich probiere jetzt waghalsig eine Leiter zu entsteigen. Alright, Feuerwehraxt. Okay, cool. Damage, naja. Na, nehme ich trotzdem. Ey, Schraubenschlüssel, Baseballschläger, bla bla, wir brauchen sowas. Grüner Rucksack.
Bah, die Treppen machen mir Angst. Ich habe Angst vor Treppen. Ja, ich auch. Ich habe viel mehr Angst vor Leitern. Noch mehr. Wer guckt sich da den Basie so schön an? Ecke. Ja. Hier ist eine Kochstelle, da ist eine Banane. Tja, soll ich die essen? Ein grüner Rucksack. Faul. Noch ein grüner Rucksack. Hier ist noch eine Feuerwehraxt. Sind es alles kleine Rucksäcke? Feuerwehraxt? Noch eine? Das sind alles kleine Rucksäcke, ja. Badly damaged. Scheiße, aber auch. Scheiße. Jemand muss mir Essen geben. I'm dying of starvation. Oh. Wo bist du? Ich fahr grad hinter dir, vor dir, wie auch immer. So, will nur wer eine normale Axt haben, ich hab jetzt die Feuerwehraxt. Ist aber auch meine. Ne, gut. Meine Axt ist nämlich auch badly damaged. Ah, okay. So, wer war jetzt wo, der Essen brauchte? Ja, aber Juri gibt mir schon was. Ja, ich musste gerade kurz gucken. Moment, das ist ein bisschen ätzend, weil man die erst aufmachen muss, dann in die Hand nehmen muss und dann stecke ich dir das Ganze jetzt in den Helm rein. Force feeding you? Das ist aber nett. So, Sardinenbüchse geöffnet. So. Ich mach mal mehr, ne? Ich knall dir jetzt mal die ganze Dose da rein. Aber ist das nicht ungesund? Weiß ich nicht. Ich kann sie dir auch da hinschmeißen. Nee, mach mal. Hier, ich hab sie da hingeschmissen, jetzt solltest ja wenigstens nicht mehr verhungern. Nee, das stimmt. Soll ich dir vorsichtshalber noch eine Dose geben oder passt das? Wenn du genug hast, ich weiß nicht. Ich schmeiß hier ein kleines Stückchen weiter noch eine Dose Thunfischchen. Den kriegst du erstmal auch so auf. Vor allem. Ich kann sagen, ich muss jetzt auch demnächst wieder in die Häuser und gucken. Ich hab auch nur noch eine Dose. So sieht das aus. Tja, die Dosen sind noch nicht aufgetaucht. Dauert. Oh, ich hab hier Munition. Wer ist raus? Was war das? Irgendwer ist raus. Oh, Hendrik ist raus. Hä, woher kommt denn das Geräusch? Skype. Echt? Hat wahrscheinlich Internetprobleme irgendwie. Was macht solche Schussgeräusche? Achso, nee, das war ich. Achso. Ich hab gerade ein Magazin für die Dingens gefunden. Dingens? Hier, für die M4. Ja, cool, mitnehmen. Pristine sogar. Inhalt? 30 von 30. Sauber. Das ist echt was wert. Und bitte, wenn ihr so Schussgeräusche macht, unbedingt was sagen, weil sonst... Sorry. Ja, ich habe aus Versehen mit der Axt auf den Boden gehauen, das war das Problem. Ja. Ist Mario schon wieder unterwegs und lootet alles andere? Das Problem ist, wir müssen jetzt hier erstmal warten, bis... Ich flitze jetzt gerade auch durch die anliegenden Häuser, nur ich sehe, dass da überall die Tür aufsteht. Ah. Von daher 1 und 1 gibt 11 und so. Naheliegendste Wahrscheinlichkeit Mario. Da kommt Lars die Treppe hoch. Hier ist nichts mehr, oder was? Nee, leider nicht. Hier habe ich nur das Magazin gefunden, mehr nicht. Auf der ganzen großen Ebene. Ich würde da gerne hochgehen, aber ich traue mich nicht. Die Leiter ganz oben ist nichts mehr. Okay, da war er schon. Achso. Eben. Hier in dem Ding liegen nur elendig viele Rucksäcke. Und die sind alle leer. Oh, das stimmt so. So, aber trotzdem solltet ihr jetzt nicht ganz so fern bleiben irgendwie. Oder ganz so fern gehen. Oh, jetzt schreibt er gerade, glaube ich, was. Ich muss mir eben kurz in den Desktop gehen. Ich kann das gerade nicht. Ja. Wo ist da gerade jemand vorbeigelaufen? Werther, bist du das mit dem roten Rucksack und der Maske auf? Ja. Gut, sonst hätte ich dich jetzt von hinten niedergeknüppelt. Also. Und was sagt er? Wieder ein Rucksack. Er fragt, was ist da los? Dein Internet ist los. Kannst ihn einfach wieder in die Konfi reinziehen. Ja. Ich hoffe, das minimiert dann bei mir nicht, aber dürfte eigentlich nicht so sein. Konnte keine Verbindung herstellen. Jetzt? Henrik? Hallo? Nein? Ich habe Bandagen, für auch immer die Dinger gut sind. So ein kleines grünes Päckchen. So, Mario, lass mal wieder zurück zu dem Baustellen-Dings da. Okay. Ja, wäre ganz cool. Ich würde sagen, ich mache hier mal eine kurze Aufnahmepause, bis Henrik wieder da ist. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er wieder da ist. Bis gleich. Tschüss. Bis dann.